Gut, ihr Lieben, dann darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen astrologischen Salon, der total spannend ist, weil ja der August sowieso schon ganz ein spannender Monat ist. Also angefangen hat er ja schon mit der großen Spannung zwischen Uranus, Saturn, Mondknoten, Mars war mit dabei. Also wir sind alle schon hineinkatapultiert worden in die neue Zeit. Wir sind alle aufgerufen worden. Wir sind alle Heiler, alle spirituellen Menschen, alle Hexen, alle Zauberer. Jeder, der sich im Ansatz mit Spiritualität beschäftigt, ist aufgerufen, zu sich zu stehen, sich zu zeigen und vor allen Dingen alles hinten zu lassen, was an negativen Programmierungen vielleicht noch im Körper vorhanden ist. Also wirklich einmal alles durchscannen und einmal schauen und sagen, okay, wenn wir, was die Quantenphysik hier bestätigt oder was die Quantenphysik hier erforscht hat, wenn Energie Materie erzeugt, da braucht man ja nicht mehr diskutieren drüber, wir wissen alle, dass es so ist, dann wissen wir auch, dass unsere Daten, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, Realitäten erzeugen. Und mit dieser Zeit jetzt, also begonnen mit Uranus, Mondknoten, Mars, am 1. August, muss uns ganz klar sein, dass alles, was wir jetzt in unserer Vorstellung haben, Realität wird und dass wir jetzt eingreifen können, massiv eingreifen können, auch müssen, dürfen, sollen, um die Welt zu verändern, um unsere Zukunft zu verändern. Also das heißt, wir dürfen jetzt diesen Shift wagen, wir dürfen jetzt abspringen und sagen, okay, ich kann mich mit all dem noch beschäftigen, was in der Welt draußen los ist. Oder ich kann jetzt ganz intensiv beginnen, meine eigene Welt, mein eigenes Universum, mein eigenes Paradies zu gestalten, zu bauen. Wir haben alle Kräfte mit uns, alle, die es gerade gibt. Also da ist nichts, was sich noch dagegen verwehrt, außer unsere negativen Programmierungen. Wenn wir aber auf die Ebene gehen, dass wir sagen, wie innen so außen, wie oben so unten, wenn wir die hermetischen Gesetze anwenden, wenn wir die 7 Lebensprinzipien anwenden, jeden Tag aufs Neue und einfach schauen, welche Möglichkeiten habe ich, welche magischen Möglichkeiten habe ich, dann tritt ihr auch ein in diesen Bereich von Lilith. Lilith steht ja mit Venus ganz stark noch, beeinflusst uns auch ganz stark. Lilith, die Magierin, die Zauberfrau, die Frau, die sich nicht abfindet mit den Gegebenheiten, die Frau, die aussteigt aus dem, was ist und einsteigt in das, was sie kreieren, das, was sie gestalten möchte. Also wenn wir diese Kräfte jetzt annehmen, ganz bewusst und mit unserer ganzen Kraft, dann werden wir einfach auch von diesen himmlischen Wesen begleitet. Ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, Uranus steht ja nicht nur für den Rebellen oder für den Reformer, für den Erneuerer, für den Durchbruch, für den Aufbruch, für die Elektrizität, für Vulkanausbrüche oder Raketenabstürze, auch Teile von Raketen, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen gehabt haben. Uranus steht ja auch für unsere spirituellen Begleiter, für die Engelwesen, für die geistige Welt, auch für die Außerirdischen, genauso auch für die Innerirdischen. Also wir wissen ja, wenn im Außen Leben ist, also wir haben die Erde, wenn im Außen im Universum Leben ist, ist auch in der Erde Leben und natürlich auch in der Tiefe, die uns jetzt vielleicht noch verborgen ist. Also wir können jetzt wirklich da ganz, ganz viel Bewegung hineinbringen, wenn wir a. in der Ruhe bleiben, wenn wir b. aussteigen aus den Ängsten und wenn wir c. erkennen, dass zum Beispiel Angst und Mut auf derselben Energieebene liegen. Also wir haben, wenn wir uns vorstellen, dass diese beiden Energien auf derselben Ebene sind, dann können wir den Regler verschieben. Also wir können, wenn wir die Angst spüren, uns selber fragen, möchtest du jetzt in der Angst bleiben oder möchtest du einsteigen in den Mut?
Und wenn wir einsteigen wollen in den Mut, dann können wir den Regler in Richtung Mut schieben, weil das spielt sich alles auf derselben Achse ab. Genauso, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir deprimiert sind, wenn wir müde sind, wenn wir ausgelaugt sind. Also wir haben immer die Möglichkeit zu fragen, wo stehe ich jetzt? Bin ich in der Mitte oder bin ich im unteren Bereich und wo möchte ich denn hinkommen? Wir können uns immer wieder selbst korrigieren und dazu sind wir aufgerufen. Das ist auch der Hauptfokus vom Vollmond am 12.8. Und ich möchte heute gleich mit dem Vollmond einsteigen, weil es einfach ein ganz wichtiger Vollmond ist und weil der noch einmal die Energien wirklich anregt mit all dem anderen, was sie im August so abspielt. Also wir können unsere Energien immer wieder steigern, dann, wenn wir uns bewusst zurücklehnen, wenn wir ganz achtsam sind mit uns selbst, wenn wir uns immer wieder hinterfragen, wenn wir fragen, welchen Glaubenssatz folge ich jetzt? Folge ich meinem Glauben? Folge ich meiner inneren Stimme? Folge ich meiner Weisheit, meiner Überzeugung? Oder bin ich immer noch dort, wo ich sage, zuerst müssen einmal die Eltern einverstanden sein, dann muss meine Familie einverstanden sein, dann muss mein Partner einverstanden sein, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, mein Umfeld. Und dann erst darf ich die Schritte in mein Leben wagen. Wenn uns das passiert, dann wissen wir sind am Holzweg. Es geht nicht mehr darum, dass uns irgendjemand eine Erlaubnis erteilt, sondern mit Uranus, mit Mars, mit aufsteigenden Mondknoten im Stier sind wir aufgefordert, Materie zu verändern und sind wir aufgefordert, unser Leben. Materie bedeutet auch Leben. Wir leben in der Materie. Also sind wir aufgefordert, unser Leben so zu verändern, dass wir sagen können, über Stier, wir leben in der Fülle. Wir leben im Wohlstand. Wir leben in unserer Ausdehnung. Wir leben in unserer Ausgewogenheit, in unserem Genuss. Für euch, das steht Stier. Und der aufsteigende Mondknoten weist uns den Weg. Also jeden von uns und natürlich auch dem großen Kollektiv. Er weist uns den Weg. Mit Uranus sagt er, das Alte ist endgültig vorbei. Wir können noch festhalten. Stier ist auch der Bereich des Festhaltens, ist auch das Sternzeichen des Festhaltens. Ich möchte das Alte festhalten. Ich möchte die Materie festhalten. Ich möchte nicht ins Neue hineingehen. Aber wir wissen ja, dass wir Herrinnen unserer Energien sind und von daher können wir uns aufraffen und können sagen, ich steige jetzt aus. Also am besten ist auch nicht mehr zu warten, dass irgendwas passiert oder auch nicht zu warten, dass ihr gut genug seid oder dass ihr noch mehr lernt oder noch mehr macht oder noch mehr in euer Leben bringt. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht auch nicht mehr darum, sich zu vergleichen und zu sagen, es geht nur, wenn ich besser bin als der oder der. Es geht nur, wenn ich das oder das auch noch habe. Überhaupt nicht. Es geht wirklich darum zu sagen, was habe ich zur Verfügung und wie kann ich jetzt beginnen? Die Welt da draußen, die braucht uns. Wir sind ein ganz wichtiger Teil von dieser Veränderung. Wir sind vorbereitet worden, wir sind aufbereitet worden und es ist jetzt unsere Aufgabe, es ist unsere Verpflichtung, unsere Pflicht, in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ja, übernimm jetzt meine Verantwortung. Ganz egal, wo ich stehe, wo ich beruflich wirke, wie ich beruflich wirke. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir können alle auf der inneren Ebene so arbeiten, dass sie die Energie innerhalb kürzester Zeit schlagartig verändert. Auch dafür steht Uranus. Und am 12. August um 2.35 Uhr haben wir unseren Vollmond in seiner wunderschönen Ausdehnung, in seiner wunderschönen Größe. Es ist der Erntevollmond. Er ist ganz erdnah. Und mit dem Vollmond wird auch das Quadrat Sonne-Mond-Uranus-Mondknoten aktiviert. Wir werden uns das dann auch später in eurem Horoskop anschauen, was bedeutet das für euch. Und da geht es jetzt wirklich darum, über die Sonne, also zu sagen, die Sonne steht im Löwe. Der Löwe steht für unsere Kreativität, steht für unsere Sichtbarkeit,
steht für unsere Bühne, steht für unsere Lebenskraft, steht aber auch fürs innere Kind. Und mit dem Vollmond, Sonne, Wassermann, sind wir jetzt aufgefordert, aus dem Kindlichen auszusteigen und unsere wahre Größe einzusteigen. Uns zu zeigen, uns den Raum zu nehmen, selbstbewusst aufzutreten, auszusteigen aus Vergleichen, auszusteigen aus ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, es geht nicht. Und das wirklich hinterbei zu lassen. Der Mond steht im Wassermann und beim Mond dabei steht Saturn. Und Saturn ist der Hüter der Schwelle, ist der Hüter der Zeit. Und mit Saturn sind wir aufgefordert, auch in unsere Verantwortung zu gehen und unsere Pflichten zu erfüllen. Und die Pflicht, die wir haben als spirituelle Wesen, als Lichtarbeiterinnen, als Heilerinnen, als Zauberinnen, als Schamaninnen, ist, mit den Energien zu wirken. Die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich wirke. Ich wirke positiv auf all die Geschehnisse auf Erden ein. Ganz wurscht, wo ein Krieg stattfindet, ganz egal, welche Auseinandersetzung gerade stattfindet, ganz egal, was, wer, wie, wo vorbereitet ist, spielt überhaupt keine Rolle. Wir dürfen jetzt aussteigen aus diesem Spiel und sagen, okay, wir geben jetzt die Spielregeln vor und dafür übernehmen wir auch die Verantwortung, denn wir sind die Gestalterinnen der neuen Erde. Und wenn wir über diese Saturnschwelle hinauskommen, dann eröffnet sie erst Neptun, Uranus, Pluto. Dann haben wir erst die Möglichkeit, wirklich in diese Visionskraft hineinzugehen. Wir haben die Möglichkeit, zu transformieren, aufzulösen über Pluto und mit Uranus das Neue aktiv zu gestalten. Also wir dürfen, wenn wir Freiheit wollen, wenn wir in Freiheit leben wollen, als selbstbestimmte, freie Menschen, als selbstbestimmte, freie Frauen, dann ist es jetzt einfach wichtig, in Gruppen einzusteigen, Gleichgesinnte zu suchen und miteinander zu wirken. Also wirklich diese Netze zu spinnen, Netzwerke aufzubauen und diese Netze immer wieder einzuspeisen mit lichtvoller, kraftvoller Energie. Denn die negative Seite von Saturn, der ja rückläufig ist im Wassermann, würde bedeuten, dass unsere Freiheit wieder beschränkt wird, dass es wieder Regeln gibt, dass es wieder auch Querelen gibt zwischen der alten und der neuen Energie, dass wir wieder Vorgaben bekommen, weil die alten Energien noch einmal aufstehen, nicht loslassen wollen. Diese Spannungsdreieck, Spannungsquadrat wird ja im Oktober noch einmal direkt, das ist ja genau zu Beginn von Corona, zu Beginn von der Pandemie, war es ja auch direkt. Also es kann sein, dass die Schleife noch einmal kommt, dass wir noch einmal reglementiert werden. Wenn wir jetzt nicht beginnen, in unsere eigene Disziplin einzusteigen, wenn wir nicht beginnen, ausdauernd, nachhaltig, Saturn, Nachhaltigkeit, mit traditionellen Mitteln, Tradition, Hermes, Trismegistos, hermetische Gesetze, diese Lebensweisheiten anzuwenden und zu sagen, ja, ich schaue jetzt einmal alle meine Unterlagen durch, ich schaue jetzt einmal, was habe ich gelernt in all den Jahren und wie kann ich das in mein Leben integrieren, was kann ich tun, was kann ich machen. Ihr habt die Möglichkeit, bei mir auf meinem YouTube-Kanal alle Meditationen zu machen, die es da gibt, also auch alle Kristallkörpermeditationen. Das sind die Basismeditationen, wo man einfach lernt, im Frieden zu sein, Frieden zu wirken, in der Klarheit zu sein, Klarheit zu wirken, in der Stabilität zu sein und so weiter und so fort. Also da könnt ihr einfach schon aktiv mitwirken. Ihr habt auch die Möglichkeit, immer wieder über das Pentagramm eure Glaubenssätze aufzulösen. Wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch bei mir, damit wir einfach auch diesen Glaubenssätzen auf die Spur kommen, beziehungsweise dass ihr das auch von außen gespiegelt kriegt, dass man das einfach in die Lösung mit Pluto bringen kann. Natürlich auch über die Aufstellungsarbeit
Es ist alles da, was wir benötigen, um in unsere Kraft zu kommen. Also es gibt da keine Ausrede mehr. Dieses, ich komme nicht in meine Kraft oder ich schaffe es einfach nicht oder ich bin nicht diszipliniert genug oder sonst irgendwas. Das sind alles Ausreden, die das Ego einspielt, um uns klein zu halten, um uns in dieser kindlichen Energie zu halten, in dieser Hoffnung zu halten, jemand von außen, Mama, Papa, Oma, Opa, kommen, um mir zu helfen, um mir den Weg zu weisen. Es wird nicht passieren, es wird auch die geistige Welt nicht eingreifen, wenn wir nicht die Akzente setzen, wenn wir nicht die Impulse geben, wenn wir nicht ein ganz klares Ja aussprechen. Saturn fordert Klarheit, Saturn fordert Verpflichtung, Hüter der Schwelle, großer Herr Saturn, ich verpflichte mich zu wirken für die Menschen, für die Erde, für die geistige, spirituelle Entwicklung. Also es geht immer darum, eine Verpflichtung einzugehen und dieser Verpflichtung Folge zu leisten. Anders werden wir es nicht schaffen. Und wenn ihr das Gefühl habt, mir fehlt der Wille zum Durchhalten, dann bittet darum, dass euer Wille gestärkt wird und vor allen Dingen bittet darum, dass der Wille zum Wollen gestärkt wird. Wille bedeutet auch, ich will. Ich verpflichte mich zu wollen. Und darüber hinaus mit der Sonne geht es natürlich auch darum, sich selbst zu zeigen und seinen eigenen Selbstwert, seine eigene Selbstpräsenz in den Mittelpunkt zu stellen. Und nicht zu sagen, ja, die anderen sollen und die anderen sollen vorgehen und ich gehe hinten nach und so weiter und so fort. Nein, das ist alles vorbei. Es geht jetzt darum zu sagen, ich stelle mich in meinem Leben in den Mittelpunkt und ich wirke, Sonne ist der Kreis mit dem Punkt in der Mitte, ich wirke aus dem Mittelpunkt heraus. Punkt. Natürlich über diese Sonne, Uranus-Mond-Quadrat, das da angesprochen wird, dann kommen natürlich auch große Ängste auf, sich nicht festlegen zu wollen. Weil Uranus möchte die Freiheit und der Mond im Wassermann möchte auch Freiheit. Aber da geht es einfach darum zu sagen, ich kann nicht in die Freiheit kommen, wenn ich mich nicht festlege. Wenn ich nicht ganz klar sage, ja, ich will. Ja, ich will jetzt. Ja, ich gehe in diese Kraft. Ja, ich gehe in diese aufstrebende Kraft. Ich lasse mich nicht mehr zurückhalten. Auch die Angst vor Veränderung, die ja Uranus mit sich bringt, lähmt uns oft und erlaubt uns oft nicht, da einzusteigen. Und auch da geht es noch einmal darum zu sagen, ich lasse die Angst hinter mir. Denn ich habe die Vorstellung, Angst und Mut sind auf derselben Ebene. Und ich schiebe den Regler in Richtung Mut. Immer dann, wenn ich Angst verspüre, stütze ich das vor wie so ein Lautsprecherregler. Früher hat man das gehabt, heute hat man das immer. Aber früher hat man das bei der Stereo-Anlage gehabt, da hat man den Lautsprecherregler von 0 auf 10 schieben können. Oder den Bass hat man auch regeln können. Und genauso können wir auch unsere Wut zum Beispiel, die vielleicht aufkommt, wenn wieder ein Reglement kommt, wenn wieder eine Beschneidung, eine Begrenzung kommt, in die Liebe schieben und aussteigen ganz bewusst aus der Wut, weil wir ja wissen, wir haben die Möglichkeit, das zu verändern, was wir verändern möchten. Mit Mond, Quadrat, Mondknoten rund um den Vollmond haben wir ganz viel Manifestationskraft. Und das beginnt schon am 8.8. mit der Öffnung des Löwendors. Ihr wisst ja, am 8.8. beginnt Sirius wieder zwischen 8.8. und 19.8. beginnt Sirius sich wieder auf der Erde zu zeigen und präsent zu werden. Also Sirius, das ist der helle Stern am Himmel, beginnt dann seine Kraft wieder einzuspielen auf die Erde. Und wir dürfen durch dieses Löwendor hindurchgehen. Wir dürfen diese Schöpferkraft empfangen, diese Kreatorenkraft, diese mutige Kraft und zu sagen, ich steige aus allen meinen Selbstkonzepten.
Konzepten. Am besten ist es natürlich, wenn wir es laut aussprechen, also wenn wir das wirklich laut in die Materie hinausbringen, wenn wir konkret, klar formen, was wir wollen und immer wieder Saturn einladen, dass er uns dabei hilft. Der Vollmond findet in allen vier fixen Zeichen statt, also im Wassermann Löwe. Wassermann Löwe sind männlich gepolt und Stier und Skorpion sind weiblich gepolt. Mit dem Quadrat auch im Skorpion sind wir natürlich auch in der Lage, wirklich alles in die Transformation zu bringen, in die Auflösung zu bringen, da ja der Mondknoten involviert ist in diesen Vollmond. Gut. Neptun, der ja in Fische steht und ein Trigon zum Krebs-Aszendent bildet, bringt uns ganz viel Heilungsenergie, also Heilungsenergie auch für unsere Glaubensmuster. Auch den können wir bitten. Wir können Neptun bitten, dass unsere Glaubensmuster, unsere negativen Glaubensmuster geheilt werden. Dass wir die Kraft haben, über die Mondknotenachse wirklich in diese kreative Schöpferkraft einzusteigen, in diese Manifestationskraft. Und wenn ihr das Gefühl habt, das funktioniert nicht, das geht nicht, dann nehmt euch wirklich diese Zeit von 8.8. bis zum 19.8., um jeden Tag zu manifestieren. Und zwar ganz klar, also wenn ihr finanzielle Fülle möchte, dann geht es darum, finanzielle Fülle zu kreieren. Wenn ich eine liebevolle, erfüllte Partnerschaft möchte, dann geht es darum, eine erfüllte, liebevolle Partnerschaft zu kreieren. Aber ich muss mich natürlich vorher fragen, was will ich wirklich? Und wenn ich das spüre in meinem Inneren, dass ich das wirklich möchte, dann müssen alle Stimmen, die dann im Nachhinein auftreten, wirklich zum Schweigen gebracht werden, indem ich sage, wem gehört jetzt diese Stimme, die draufsteht? Ist das wirklich meine? Oder ist es die Stimme der Großmutter? Ist es die Stimme des Großvaters? Ist es die Stimme der Eltern? Ist es die Stimme einer Freundin, einer Arbeitskollegin? Vorhergegangene Partnerschaften, was auch immer. Also wirklich zu hinterfragen, wem gehört jetzt diese Stimme, die da aufsteht? Und dann zu eliminieren und zu sagen, ich entziehe dir das Recht, in meinem Leben zu wirken, denn in meinem Leben wirke nur ich über die Sonne. Und da geht es jetzt darum, niemand zu erschrecken, auch nicht vor der eigenen Kraft zu erschrecken, sondern das anzunehmen, freudvoll anzunehmen und zu sagen, ja, ich will genau das. Ich hole das in mein Leben und ich arbeite mit dem in mein Leben. Schaut einfach nach vorne, marschiert nach vorne und geht's los, auch wenn manchmal Angst und Schrecken sich einstellen mögen, aber Angst und Schrecken sind auf derselben Ebene wie Mut und Kraft. Wenn von 8.8. bis 19.8. Sirius, die spirituelle Sonne, wieder sichtbar wird, dann könnt ihr euch vorstellen, dass Sirius in einer Linie mit dem Stern Orion ist und mit den Pyramiden. Also es ist auch die Aktivierung unserer alten ägyptischen Kraft, und es ist auch die Aktivierung des ägyptischen Neujahrs. Also das ist wirklich so dieser Beginn, dieser Auftakt des Neuanfangs, den ja schon die Schnitterin einleitet, die jetzt im August da ist, also die uns jetzt unterstützt, zu ernten, einzufahren, mal zu schauen, was habe ich denn gesät und was gehört jetzt zu mir, also die uns unterstützt auch in dieser Manifestationskraft. Und Sirius, das ägyptische Neujahr, steht für den Überfluss, es steht für den Wohlstand. Und Überfluss steht natürlich, also damals zu der Zeit ist der Nil überflutet gewesen, also hat die ganzen
Täler, die ganzen Länder dort geflutet. Und das hat natürlich bedeutet für Ägypten Fruchtbarkeit. Und somit haben wir wieder den Bezug zum Stier, also diese Fruchtbarkeit. In mir ist so viel, da ist so viel Wohlstand, da ist so viel Überfluss, da ist so viel Wohlwollen, da ist so viel Liebe, da ist so viel Mitgefühl und das darf jetzt alles aus mir herausfließen. Dafür bin ich auf die Erde gekommen, dafür bin ich da. Das ist die Aufgabe vom Mondknoten im Stier. Ich überfließe, ich zeige, ich lebe meinen Überfluss und die Leber meinen Erfolg auf allen Ebenen. Wenn wir uns einlassen jetzt auf diese kraftvollen Vollmondenergien und einfach einmal rückschauen und sagen, okay, was war am 1. August, also am 31. Juli, was war am 1. August, was war am 2. August? Was war am 3. August? Wie bin ich mit meinen Energien umgegangen? Habe ich mir da wirklich bewusst gemacht, dass jetzt die höchste Zeit zu manifestieren ist? Habe ich mir das überhaupt erlaubt zu manifestieren? Bin ich überhaupt schon bereit, meine Verantwortung zu übernehmen? Oder möchte ich einfach noch ein paar Jahre warten und mich reglementieren lassen oder mich irgendwo in irgendeinem Bereich bringen lassen, der mir selbst nicht gut tut. Also stellt sich ja die Frage, ob ihr wirklich bereit seid, in die Verantwortung zu gehen. Und wenn ihr nicht bereit seid, in die Verantwortung zu gehen, dann schaut es noch gründlich. Geht es auf Suche, forscht, was euch zurückhält, davon wirklich in diese Kraft einzusteigen. Gerade heute, das ist der 5.8. mit Sonne, Quadrat, Mond, sind wir in dieser Spannungsphase drinnen, wo wir einfach schauen können und sagen können, die Sonne möchte in die Präsenz, die möchte sichtbar werden. Und der Mond, unser Gefühl, kann vielleicht noch sagen, puh, ich habe Angst davor, weil wirklich sichtbar zu sein, heißt sichtbar zu sein. Überall sichtbar zu sein. Das heißt, da mir auf die Hinterfüße zu stellen. Das heißt, da vielleicht einmal Stopp zu sagen. Das heißt, da vielleicht mit Saturn eine ganz klare Grenze zu sehen, setzen oder ganz klare Ansage zu tätigen. Und das heißt, da vielleicht einmal auszusteigen aus diesen alten Glaubensmustern und Glaubenssätzen. Wenn man spirituell ist, dann darf man keine Grenzen setzen. Dann muss man nur in der Liebe, im Frieden, in der Ausdehnung, in diesem neptunischen Gehabe sein. Wenn ich in der Spiritualität lebe und wirke, dann darf ich kein Gott verlangen. Ich darf für meine Heilungen kein Gott verlangen. Ich darf für meine Coachings kein Gott verlangen. Also es sind lauter Glaubenssätze, die uns übermittelt wurden, nicht um uns groß zu machen, um uns frei zu machen, sondern die uns übermittelt wurden, um uns klein zu halten. Denn auch diese karmischen Geschichten, die da lauten, wenn du jetzt für deine Tätigkeit, für deine spirituelle Tätigkeit Geld verlangst, dann kannst du nicht erleuchtet werden, dann kannst du nicht aufsteigen, dann kannst du nicht wirklich in das Himmelreich, in das Paradies kommen. Das sind alles alte Glaubenssätze, alles alte Glaubensmuster. Ihr dürft sie bitte entlassen, ihr dürft sie bitte transformieren. Wir haben am 7.8. dann ein Venus-Trigon-Neptun und Venus-Trigon-Neptun lädt uns geradezu ein, in dieses Gefühl zu gehen, in diese Liebe zu gehen, Liebe zu kreieren mit Neptun, Mitgefühl zu kreieren, aber natürlich auch dieses kleine Glück zu kreieren und zu sagen, ich bin in der Lage, selbstständig, Saturn, selbstständig für mein Glück zu sorgen. Ich bin nicht abhängig davon, dass mir jemand glücklich macht. Ich bin auch nicht abhängig davon, dass mir jemand Glück erlaubt, sondern ich bin glücklich, wenn ich in der Früh, weiß ich nicht, mein Müsli essen kann, wenn ich meine Meditation machen kann, wenn ich meine spirituellen Übungen machen kann, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn ich in meinem Garten sitze, wenn ich auf einen Berg gehe, wenn ihr am Wasser sitzt oder sonst irgendwas. Also holt euch einmal dieses Glück ins Haus, dieses kleine Glück und wartet nicht darauf, dass das große Glück euch begegnet, sondern fangt wirklich an, jeden Tag euch so eine Art Glückstagebuch
zu kreieren. Einfach einmal hineinzuschreiben und zu sagen, was hat mich heute glücklich gemacht? Nicht nur dankbar, sondern was hat mich heute glücklich gemacht? Vielleicht war es die heiße Dusche, vielleicht war es die kalte Dusche, vielleicht war es der Sprung in den kühlen See, vielleicht war es ein Flug, vielleicht war es eine Begegnung, vielleicht war es einfach eine Wolke am Himmel, was auch immer. Was hat mich heute glücklich gemacht? Wir haben am 7.8. auch Sonne, Trigon, Mond. Und auch da können wir einfach schauen und sagen, welche Gefühle machen mich glücklich? Macht es mich glücklich, wenn ich mich selbst fühle? Macht es mich glücklich, wenn ich in den Spiegel blicke? Was fühle ich, wenn ich meine Haut streiche? Bin ich glücklich dabei, wenn ich mich selbst fühle? Welche Gefühle erzeugen in mir Glück, Glückseligkeit? Lasst euch ein und seid ein bisschen auf der Spur. Ihr wisst ja, Mond steht auch in Verbundenheit mit der Mutter. Und schaut einmal genau hin und sagt, okay, was habe ich denn von meiner Mutter übernommen? Habe ich das übernommen, dass ich gut für mich selbst sorge? Für meine Familie, für meine spirituelle Familie? Oder habe ich eventuell das übernommen, dass ich gut für die anderen sorge, aber weniger gut für mich selbst? Habe ich übernommen, fürsorglich zu sein für mich selbst? Habe ich übernommen, meine Gefühle zu achten, zu ehren? Wie gehe ich mit mir selbst um? Die Sonne steht für das väterliche Prinzip und da kann man dann so ein bisschen hinschauen und sagen, was habe ich denn von meinem Vater übernommen? Hat er mir gelehrt, mich selbst zu achten, mich selbst zu präsentieren, selbstbewusst zu sein, im Mittelpunkt zu stehen, dort wo ich hinkehre? Hat er mir gelehrt, mir mein Recht zu nehmen, auf mein Recht zu pochen? Hat er mir gelehrt, meine Grenzen zu ziehen? Oder hat er mir einfach durch seine Zurückgezogenheit gar nicht gesagt, was wirkliche oder wahre Männlichkeit bedeutet oder wahre väterliche Männlichkeit? Und dann holt es euch euer Recht. Am 8.8. habe ich schon gesagt, ist die Öffnung des Löwentors. Und diese Zeit zwischen 8.8. und 20.8. wird sie wirklich anbieten, aktiv, gestalterisch, kreativ zu wirken. Am 9.8. haben wir dann Opposition Venus-Pluto. Und da geht es einfach auch so darum, einmal zu schauen, wen möchte ich denn kontrollieren oder wer kontrolliert mich? Wie kann ich mehr Liebe in mein Leben einspeisen? Wie kann ich mehr Liebe auch in meine Freundschaften einspeisen? Und wie kann ich durch die Liebe Konflikte neutralisieren? Also einfach einmal die Liebe herzunehmen und einmal zu schauen, wie kann ich mit der Liebe aktiv tätig werden? Am 10.8. haben wir dann Sonne, Quadrat, Uranus, Sonne, Quadrat, Mondknoten. Und da spürt man natürlich diese Spannung von, ich möchte Freiheit leben, ich möchte meine Bestimmung leben, ich möchte meine Berufung leben, ich möchte meine Ziele erreichen, ich möchte eine neue Spur für mich leben, ich möchte aussteigen aus den Vorgaben und einsteigen in meine Wirkkraft. Das spießt sich natürlich dann schon mit dem, was vom Außen vielleicht kommt oder wo im Außen dann jemand sagt, das geht gar nicht. Wir werden dich beschneiden oder wir werden dir was wegnehmen oder wir werden es dir nicht erlauben, frei zu sein. Und da geht es einfach dann wirklich darum, nicht in die Angst zu gehen oder euch unter Strom setzen zu lassen oder nur steht ihr für Strom, sondern wirklich zu sagen, zurück, 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 zurück zu mir, zurück in meine Mitte. Und wenn es im Außen nicht geht, dann mache ich es im Inneren, denn
wie innen, so außen. Also immer dann, wenn ich im Außen eine Blockade habe, nicht in diesen Glaubenssatz verfallen, wenn es im Außen schwer geht, dann soll es nicht sein für mich. Ja, das ist nämlich auch eine große Falle. Sondern zu sagen, oh, es geht im Außen nicht, dann muss ich im Inneren noch was verändern. Ja? Also ihr kennt es ja, früher hat man immer gesagt, ja, wenn es nicht leicht geht, dann soll es nicht sein. Stimmt nicht. Wir sind im Prüfungsmodus. Saturn, rückläufiger Saturn. Prüfung. Saturn im Wassermann. Prüfung meines Wissens, Prüfung meines spirituellen Wissens, Prüfung des Kollektiv Menschheit. Mensch, was willst du? Mensch, was hast du gelernt? Mensch, was möchtest du anwenden? Also, wenn es im Außen nicht geht, okay, ich habe noch was zu tun, ich habe noch was zu erledigen, zurück zu mir. Wir haben aber da noch Mars und Neptun dabei, die stehen in einem wunderschönen Sextil. Das heißt, wir haben auch die Kraft und wir haben auch die Überzeugungskraft, das zu tun. Also wir können uns selbst überzeugen davon, dass wir aus der Kraft, aus der Mitte heraus schöpfen können und dass wir verändern können. Am 12.8. ist dann eben Vollmond im Löwe, Wassermann. Also die Sonne steht im Löwe, der Mond steht im Wassermann. Und damit beginnt auch diese Zeit noch einmal intensiver zu werden. Wir werden das auf allen Ebenen spüren. Es kann auch sein, dass wir uns ja ganz aufgekratzt fühlen, wirklich elektrisiert fühlen, dass wir uns unruhig fühlen, dass wir schlecht schlafen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt aktiv irgendwas tun, ganz aktiv. Und auch da wieder, wenn ihr zu aktiv seid, auf die Achse zurückschieben, 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 in den Ausgleich, in die Harmonie, mehr Ruhe ins Leben bringen. Das heißt aber, wenn ihr jetzt etwas beginnen möchtet, etwas Neues beginnen möchtet oder etwas abschließen möchtet, dann habt ihr jetzt die beste Gelegenheit dazu. Bis zum 10. September, weil am 10. September wird dann Merkur rückläufig. Und da natürlich sollte man mit etwas Neuem einfach wieder abwarten und nicht mehr beginnen. Am 14.8. haben wir dann Mars, Trigon, Pluto. Also auch da nochmal diese Kraft, diese eigenen Willen schulen und einfach zu sagen, ich richte mich jetzt aus auf meine Ziele. Ich lasse die jetzt Wirklichkeit werden. Ich setze all meine Kräfte dafür ein. Am 15.12. haben wir dann einerseits Maria Himmelfahrt. Und zu Maria Himmelfahrt werden ja die Kräuter gesegnet, da werden die Kräuterbuschen gerichtet. Ich werde dazu noch ein Video machen. Und am 16. August findet dann auch das Göttinnen-Seminar, das Göttinnen-Circle dazu statt. Denn die Kräuterbuschen dürfen dann das ganze Jahr wieder wirken, dürfen uns in die Heilung führen, dürfen uns Kraft spenden, dürfen uns Schutz spenden. Und mit dem 15.8. beginnen auch die Frauen 30er Tage. Und in diesen 30 Tagen wirkt die Kraft der Gottesmutter ganz stark auf die Heilkräuter ein. Und so können wir in diesen 30 Tagen Heilkräuter sammeln für uns selbst, für andere, für unsere Räucherungen, was auch immer wir brauchen, und natürlich auch die Samen der Heilkräuter, damit wir sie nächstes Jahr vielleicht in unserem Garten aussehen können. Wir haben am 15.8. ein wunderschönes Trigon von Merkur und Mondknoten. Das heißt, wir können unsere Gedanken ganz gut wahrnehmen, wir können uns auch ganz gut austauschen. Wir stoßen auf Resonanz, wenn wir anderen etwas erzählen oder wenn wir uns mitteilen wollen oder wenn wir sie in unsere großen Pläne einweihen möchten, damit aus meinen Plänen unsere Pläne werden. Weil es geht ja immer wieder um die Vernetzung, um die Verbundenheit, das darf man nicht vergessen, um die innere und äußere Verbundenheit. Am 16.8. haben wir dann ein Merkur-Trigon-Uranus. Und das sind jetzt wirklich so diese inspirativen
Tage, also plötzliche Ideen, plötzliches Wissen, plötzliche Weisheit. Wir haben eine ganz rasche Auffassungsgabe, wir haben ganz gute analytische Gabe, wir können ganz gut alles in die richtigen Bahnen bringen, wir können ganz schnell denken, schlagfertig sein, auch scharf, sinnig sein, auch spitzzüngig, je nachdem, was wir brauchen. Also da passiert ganz viel in uns und um uns. Und am 18.08. mit Venus, Trigon, Jupiter haben wir dann wieder dieses Glück im Haus, diese Möglichkeit, wirklich glückselig zu wirken, glückselig einzuwirken, großes Glück zu empfangen, uns auch bereit zu machen für das große Glück vielleicht einzuladen und die Tür zu öffnen, ganz bewusst, ganz in echt, einmal zu sagen, ich öffne dem Glück die Tür, ich erlaube dem Glück hereinzutreten in mein Haus, in meine Seele, in meinen Körper, in meine Gesundheit. Also wir können da wirklich mit all diesen Themen, ich würde es gar nicht sagen spielen, weil es ist kein Spiel. Es ist eine magische Kraft, es ist eine Manifestationskraft, es ist eine Zauberkraft. Am 20.08. wandert Mars dann für 7 Monate in den Zwilling. Also Mars ist 7 Monate in den Zwilling, das ist ganz außergewöhnlich. Erinnert euch, voriges Jahr war Venus so lange stationär. Also es beginnt jetzt eine Zeit, wo wir, unsere Zwilling steht ja für Gedankenkraft, steht ja für den Austausch, steht auch für Begegnung, wo wir wirklich unsere Kräfte hineinlegen können und uns immer wieder 7 Monate lang, weil es ja auch eine Rückläufigkeit dann gibt, überlegen können, wohin möchte ich meine Gedanken, meine Aufmerksamkeit, meine Kommunikation, meine Begegnungen lenken. Ja, dann haben wir noch am 24.08. die Rückläufigkeit von Uranus bis zum 22.01.2023. Also Mars ist im Zeichen Zwilling stationär bis zum 18.01.2023. Wir dürfen davon ausgehen, wenn Uranus rückläufig ist, dass wir noch einmal intensive Kräfte zu spüren bekommen, die uns auffordern, in die Freiheit zu gehen, also die wirklich nachhaltig verändernd sind und die uns natürlich auch auffordern, mit der geistigen Welt in Kontakt zu gehen und immer im Austausch zu sein. Und von 11.08. bis 29.08. haben wir noch den Mondknoten-Return, also auch der Mondknoten, der ja richtungsweisend ist, zukunftsweisend ist für unsere Gesellschaft, für das Kollektiv, fordert uns noch einmal auf, genau hinzuschauen und genau zu überlegen, was wir in die Materie bringen möchten, was wir erleben möchten. Und mit erleben möchten ist wirklich erleben gemeint. Das ist nicht nur so ein Spiel, sondern was möchten wir wirklich erleben? Am 22.08. haben wir dann noch Merkur-Pluto-Trigon und da können wir dann mit der Macht, mit der Kraft unserer Gedanken, mit der Macht der Kraft unserer Sprache alles auflösen, Pluto-Transformation auflösen, was unseren Weg in die Heilung, was unseren Weg in das Glück noch widerstrebt oder widerspricht. Wir können alles Verborgene ans Licht holen. Wir können Probleme durchleuchten. Wir können auf Fehlersuche gehen. Wir können wirklich tiefgreifend auf allen Ebenen einen Reinigungsprozess starten. Also wenn ihr möchtet, um eure Leber, eure Galle, eure Bauchspeicheldrüse zu reinigen, das wäre jetzt dann die perfekte Zeit dafür, einen Entgiftungsprozess zu starten. Weil ja natürlich, wenn ich meinen Körper entgifte im Stier, in der Materie, entgifte ich auch meine Gedanken, entgifte ich auch meine Visionen. Denn auch Visionen können uns vergiften, dann wenn wir falschen Visionen nachrennen, wenn wir glauben, dass sie das, was ich vor
35 Jahre schon mal manifestiert habe, eh irgendwann einmal vielleicht in Zukunft zeigen möchte, dann können wir sicher sein, das ist eine Vision, die lebt nicht mehr, die vergiftet uns, die können wir jetzt auflösen und durch eine neue Vision ersetzen. Und in der Materie ist es ein guter Moment, um alles zu entrümpeln, um alles Alte rauszubringen, loszulassen, euch davon zu befreien. Gut, dann haben wir am 25.8. noch Venus-Quadrat-Mondknoten. Und mit Venus-Quadrat-Mondknoten geht es wirklich darum, ganz besonders liebevoll zu uns selbst zu sein, aber ganz liebevoll zu anderen zu sein und uns selbst einfach als feiner, lichtvoller Mensch zu begegnen. Vor allen Dingen, weil wir dann gleich am 27.8. zum Zeitpunkt von Neumond, Neumondin in der Jungfrau, die ja sowieso schon sehr kritisch und sehr kühl ist und sehr überlegt und uns wieder fragt, ist es denn sicher, was wir da machen und können wir uns wohl verlassen auf das, was da jetzt auf uns zukommt und sollte man jetzt das Ganze noch einmal neu analysieren oder aufbereiten. Venus-Quadrat Uranus bedeutet dann auch, dass wir wirklich unserem Freiheitsbedürfnis Folge leisten sollen und alles, was uns beschränkt, alles, was uns wegbringt von unserem eigenen Ziel, ganz egal, wer uns davon wegbringen möchte, ob das die Familie ist, ob das Freunde sind, ob das irgendwelche Vorgesetzten sind, uns einfach hinzustellen und zu sagen, nein, ich will das nicht. Erinnert euch als Kind, in der Trotzphase, dieses Nein, das will ich nicht, ist so eine tolle, gute Energie. Und es ist uns wahrscheinlich in unserer Generation, also in der, gerade zwischen 60, um die 60er geboren, wir sind ja die Rebellen, wir sind ja die Vorreiter, wir sind ja die Drachengeneration, ist uns das abtrainiert worden, ist uns das aberzogen worden. Dieses Nein darf man nicht sagen, du darfst keinen eigenen Willen haben, das ist alles trotzig, das war alles frech und so weiter und so fort. Und jetzt geht es genau darum, diese Kraft wieder herbeizuholen, euch zu bitten und zu sagen, ich hole mir diese Kraft herbei. 1, 2, 3, Zauberei, ich hole mir meine Willenskraft herbei. Ich hole mir meine Rebellenkraft herbei. Ich hole mir meine Reformerkraft herbei und ich mache jetzt einen wirklich radikalen Kurswechsel. Und wenn wir das der Jungfrau so sagen können und aussteigen aus der Angst und ihr das ganz klar vermitteln können, die Jungfrau braucht Klarheit, klare Ansage, Merkur, dann gehen wir da wirklich in ein neues Leben, in einen neuen Weg. Wenn wir uns beschneiden lassen, wenn wir uns beschränken lassen, dann kochen natürlich die Emotionen hoch. Ganz klar, also dann geht alles über. Und das wollen wir ja nicht wirklich. Am 27.8. haben wir dann auch noch Sonne-Mars-Quadrat. Und da ist es wieder aufzupassen, es kann leicht zu Überreaktionen kommen, zu Gewaltausbrüchen, zu Streit, zu heftigen Diskussionen. Da ist einfach ganz wichtig, kein Öl ins Feuer zu gießen und immer wieder zurück in den himmlischen Frieden, zurück in den himmlischen Frieden, zurück in den himmlischen Frieden. Auseinandersetzungen zu deeskalieren. Das heißt aber nicht, dass man von seiner Meinung abweichen soll oder muss, sondern einfach ganz klar zu sagen, ja, ich sehe, du hast dein Bild oder ich sehe, du hast deine Vorstellung. Ich respektiere deine Vorstellung, aber ich habe auch meine Vorstellung und so ist es gut, wenn du deine Vorstellung ausführst und ich führe meine Vorstellung aus und damit können wir in eine andere Energie gehen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht impulsiv handeln, dass wir keine impulsiven Entscheidungen treffen, dass wir uns einfach nicht verwickeln lassen in einer Situation, wo wir schnell reagieren müssen, sondern sollte das aufkommen, einfach zu sagen, ich gehe jetzt einmal einen Schritt zurück, ich muss jetzt einmal nachdenken oder ich gebe dir morgen Bescheid, wie ich das handhaben möchte. Und am 28.8. haben wir dann noch Venus-Opposition Saturn. Und da könnte uns einfach so ein bisschen das Gefühl ereignen,
durch unsere neue Energie oder durch das, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen oder uns selbstbewusst zeigen, dass wir vielleicht weniger geliebt werden oder dass wir nicht geachtet werden oder dass wir nicht wahrgenommen werden. Also da dürfen wir einfach sagen, es ist überhaupt nicht wichtig, ob ich vom Außen geliebt werde. Es ist auch nicht wichtig, ob ich vom Außen die Liebe reflektiert bekomme, sondern es geht darum, mich selbst zu lieben, nett zu mir zu sein, liebevoll zu mir zu sein, mich selbst wertzuschätzen. Und wenn ich das möchte, also auch über diese Jungfrauenergie, die da ist, mich in dem zu üben und zu sagen, okay, ich kann ja mal schauen, wenn ich möchte, kann ich ja anderen das geben, was sie brauchen, damit auch sie in ihren Mittelpunkt kommen. Wir haben dann mit Ende August kommt so Optimismus und Schwung auf und Mars und Jupiter, die dann vor Ende August bis so hineinwirken, bis Mitte September, lassen uns dann auch wieder so fröhlich und zukunftsfokussiert hinaustreten und zu sagen, ja, ich weiß, es ist einfach gut und wir können das ganz gut gestalten und wir dürfen den Glauben nicht daran verlieren, dass die Erde, das Universum sich so verändert, wie wir es uns erträumen, ersehnen oder jetzt eben gerade dabei sind, es zu verwirklichen. Wir haben dann mit Ende August, jetzt muss ich mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planeten, kann man jetzt nicht ganz sagen, weil der Mondknoten ist kein Planet, aber wir haben 7 Wirkkräfte in der Rückläufigkeit, also Chiron, der verletzte Heiler, der uns zu diesen Punkten führt, bis zum 23.12., die noch geheilt werden möchten. Saturn ist noch rückläufig bis zum 23.10., der uns immer wieder fragt, bist du dir sicher, möchtest du in die Verantwortung gehen, möchtest du dich verpflichten, wenn du dich verpflichtest, dann ist es Pflicht, dann ist es deine Verantwortung, dann ist es Gesetz. Neptun im Fische, der sagt, glaubst du an die Spiritualität? Erlaubst du dir, spirituell zu wirken? Erlaubst du dir, magisch zu wirken? Erlaubst du dir, mit deinen magischen Kräften Neues zu gestalten, Großartiges, Paradiesisches zu gestalten? Uranus, der rückläufig wird, vom 24.08. bis zum 22.01.2023, der uns immer wieder prüfend fragt, was ist deine Freiheit und bist du wirklich bereit, Freiheit zu leben? Möchtest du das wirklich? Der Mondknoten in seiner Rückläufigkeit vom 11.08. bis zum 29.08., also der uns auch fragt, was möchtest du in die Materie bringen? Was möchtest du verankern? Wo möchtest du überfließen? Wie möchtest du dich wohlwollend zeigen? Jupiter in seiner Rückläufigkeit bis zum 24.11.2022, der uns immer wieder fragt, wie möchtest du dein eigenes Glück definieren? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du dich glücklich fühlen? Darum auch das Glückstagebuch. Und Merkur, der dann seine Rückläufigkeit antritt am 10.09. bis zum 2.10. Ihr wisst ja, das besprechen wir dann im September sowieso noch einmal in der Tiefe. Aber dieses, ich überlege mir vorher, was ich anschaffen möchte. Ich schaue mir vorher, wenn ich verreisen möchte, dass ich die Reiseroute gut plane. Ich schaue vorher, wenn Verträge zum Unterschreiben sind und so weiter und so fort. Und ich lasse mich nicht irgendwo hineinzwingen. Und jetzt werden wir uns in der persönlichen Vorschau anschauen, Löwe, Wassermann, Stier, Skorpion, die Planeten, die da vielleicht in eurem persönlichen Horoskop stehen und welche Auswirkungen hat es auf diesen Monat und auf diese sich öffnende Zeit. Gut, ihr Lieben. So werde ich diese Aufzeichnung stoppen
und euch ein gutes Gelingen wünschen.